Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Battlefield 1. Diesmal hier den Kriegstauben-Modus mit der Assault-Klasse, also mit dem Sturmsoldaten. Versuchen wir mal unser Bestes. Wir nehmen natürlich die Hellriegel mit. Die hat relativ viel Schuss und kann relativ schnell rausschießen. Das ist natürlich einfach ganz gut. Auf Distanz kann man damit was reißen. Auf kurzer Distanz kann man sehr viel damit reißen. Und die Taube kann man damit ganz gut töten, falls die Gegner denn die Taube durchbekommen. Hat man immerhin damit ganz gut, glaube ich, die Chance, die Taube dann noch runterzuholen da. Umzunieten. Da sind einige da hinten. Habe ich noch eine Granate? Ja. Hämmern die alle raus hier. Alle Sachen raus. Alle Sachen raus. So, jetzt bleiben wir mal bei unserem Taubenmann hier vielleicht. Weggeschaufelt haben wir den. Sehr gut. Tür zu. Sehen wir hier noch einen? Ich sehe keinen. Kann ich da gar nicht durchschießen? Na doch. Geht die Scheibe kaputt? Ja. Ah, jetzt sitzen sie alle hier in der Ecke. Das gefällt mir gar nicht gut. Ah. Schafft sie es? Das ist ja ein turbulenter Anfang hier. War ja so klar, dass da unten einer kommt. Ja, da konnte ich nichts mehr machen. Da war ich leider auch noch angezündet und alles. Automatik wurde dann auch noch gegen mich. Keine Chance. Ich weiß, da ist einer, der mich beleben könnte. Aber ich will den nicht in die Todesfalle locken da unten. Immerhin haben wir es geschafft, die Nachricht abzugeben, ne? Wir haben schon den ersten Punkt. Die Gegner haben auch schon einen Punkt? Nee, haben sie nicht. Ich hab mich verguckt. Ich dachte schon. Eine Taube wurde geortet. Der hier mit seinem Feuer, ey. Über mir. Ja. Über mir. Keine Chance, den da wegzuhauen. Kann man eigentlich einen von unten wirklich mit der Schaufel treffen? Ich habe es jetzt noch versucht, so gegen Schienbein zu schlagen, aber das hat nicht mehr gereicht. Oder ich habe es nicht mehr geschafft, besser gesagt. Wow, die warten da wieder ab draußen. Ah, und jetzt auch noch drin. Also ich muss raus. Leute, helft mir. Ah. Keine Heilung, kein gar nichts. Der Feind hat die Taube freigelassen. Keine Chance. Ich spawn jetzt extra nicht, weil ich würde sonst einfach zerbombt werden von der Artillerie. Wäre echt mal schön, wenn man so ein bisschen Heilung kriegen würde hier. Wir haben auch nur zwei Medics. Sieht so aus. So, jetzt können wir, denke ich mal... Na, jetzt bin ich so weit weg, weil hier hinten irgendwo einer rumgammelt. Der sich halt nicht traut oder weiß ich nicht, was der macht. Ja, die Karte ist jetzt hier nicht unbedingt die beste für einen Sturmsoldaten, das ist mir schon bewusst. Weil hier einfach wirklich viel über Distanzkampf läuft auch. Ich werde gleich weggeholt, 100 Pro. Ich wollte die Taube selber für mich haben, aber da waren schon viel zu viele und die haben den kompletten Außenring voller Sniper, Medics und was weiß ich nicht alles. Kannst du so nicht hinkriegen. Oh Mann, wir sind ja weit weg da. Da oben ist immer noch einer. Ich markiere die zwar dann manchmal, aber... Was soll es einem bringen, hä? Was soll es einem bringen? Wenn die da oben alle rumgammeln. Wo ist denn eigentlich die Taube gerade? Da hinten. Die spawnen aber auch so weit weg, ey. Ich mag die Map hier leider auch nicht so wirklich gerne, weil das ist einmal wirklich viel zu verkämpft, viel zu versniped. Also das ist wirklich eine scheiß Map, finde ich. Auch wenn die im Grunde natürlich... Boah, wie viele da sind. Auch wenn die im Grunde natürlich echt cool aussieht und so weiter. Und mir gefällt die nicht, auch bei Vorherrschaft schon nicht. Der B-Punkt ist einfach schlimm. Nein, der Kronleuchter. Jetzt versperre ich mir den eigenen Weg. Verdammter Kronleuchter. Der Feind hat die Taube frei. Perfekt, ey. Perfekt. Ach, alles nur wegen diesem blöden... Oh, da liegt einer, ey. Alles nur wegen diesem blöden Kronleuchter, der wirklich meine Granate dann blockiert. Das wird ja eine schnelle Runde sein anscheinend. Die Gegner machen uns total fertig hier. Der Feind muss nur noch eine Taube abliefern. Ah ja, der Feind muss nur noch eine Taube abliefern. Ich merk's, ich merk's. Die Gegner haben aber auch nicht viele Medics eigentlich. Kommt jetzt drauf an, wo die spawnt auch ein bisschen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Glück haben, dass sie bei uns spawnt hier. Wo denn, wo denn, wo ist sie denn? Da hinten. Hab den gehört. Den Kollegen hier. Der Feind hat die Taube. Es sind auch einfach zu viele immer vor mir. Ist auch schon wieder zwei Leute besiegt. Den einen Wachsoldaten noch ein bisschen angeschossen.
Da war doch einer, oder? Wir haben die Taube geborgen. Nein. Und halt nicht über mir sind auf jeden Fall welche. Wo rennt denn der hin? Der rennt ja richtig weit. Ich stehe hier irgendwie richtig beschissen, finde ich. Es wird auch wieder keiner markiert, irgendwo großartig von denen. Ich sehe jetzt nicht wirklich was. Da ist einer. Die sind immer noch über mir, die Typen, also. Ah. Granate ist raus, hör zu. Wir haben die Taube freigelassen. Taube verloren. Schade, die haben sie erwischt, leider. Es ist auch teilweise ein bisschen sehr einfach, die Taube dann wegzuschießen, wenn sie losfliegt. Gerade, das ist ja gerade für solche Leute, die nur so campen. An erhöhten Punkten ist es ja gerade gut, ne? Wenn man dann die Taube einmal die ganze Zeit runterballert. Und dennoch in seinem Versteck bleibt. Ich finde es echt schade, dass man hier nicht die Säulen irgendwie einstürzen lassen kann, dass die runterfallen und was weiß ich nicht alles. Das ist wirklich blöd. Da ist die Taube und hinter mir ist einer. Ich werde draufgehen, wenn ihr mir folgt. Ja, keine Chance. Leider hat den auch keiner getötet von meinen Freunden. Und ich kriege auch nie Heilung, von daher war es sowieso wieder immer egal. Bin ich immer mal aus diesem Teufelskreis da raus, dass ich nur in der Ecke saß. Na? Ich bin verletzt, helft mir! Jetzt könnte es aber mal was werden. Die fliegt ziemlich verdeckt für die Gegner, glaube ich. Ja, Nachricht überbracht, sehr gut. Wird ja doch nochmal ein knappes Spiel hier anscheinend. Da oben sitzen sie alle drin in dem Ballsaal hier. Oder was? Nee. Doch, da ist einer. Ist er schon weg vom Fenster? Ja. Hätte ja klappen können, aber leider sind wir wieder keinen einzigen erwischt da. So, eine Taube noch. Es kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, wo die spawnen. Wenn die jetzt in diesem Viereck da spawnen, in diesem, wo das Erhöhte ist, dann haben wir verkackt. Und leider spawnen sie da in der Nähe. Die sitzen 100 pro da ja sofort bei denen. Also das war ja auch ein wirklich gemeiner Spawn von der Taube. Ich glaube nicht, dass das was wird, weil die haben wirklich, dieses ganze Ding hier oben ist besetzt von deren Leuten irgendwo. Da hocken 20.000 Leute wieder oben drauf und warten nur, bis man rausgeht. Haltet ihn im Auge! Ja, immerhin kann ich ein paar markieren. Ist das ein Lebender? Nee. Hat die Taube geborgen. Siehst du mal, da springen sie schon von oben runter, weil sie jetzt langsam verzweifeln hier. Da oben ist auf jeden Fall immer noch einer. Ich habe Angst vor dem. Wirklich, der hat doch da gerade eben Granaten und alles runtergeworfen. Also da sitzt 100%, die sitzt da noch einer. Ah, jetzt kam er oder was? Nee, da war noch einer an der Seite. Schade. Aber es wird knapp. Es wird knapp. Wir können es auf jeden Fall schaffen. Kann ich da irgendwo spawnen bei denen? Nee, ich muss ganz woanders spawnen. Nee, oder auch nicht. Ich spawn trotzdem hier. Kommt so ein bisschen drauf an, treffen sie die oder nicht? Nachricht überbracht. Jawohl. Die Taube hat unsere Nachricht zugeschickt. Sehr gut. Eieiei, noch einen Tod will ich eigentlich nicht kassieren hier. Und da gehen wir einfach mal. Jetzt haben wir ihn sogar angezündet. Vielleicht stirbt er noch. Nee. Leider nicht. 11 zu 7 haben wir. War ja eine ganz schön knappe Runde hier. 3 zu 2 gewonnen. Gerade so. Aber wie gesagt, die Map ist nicht meins. Nee. Die gefällt mir gar nicht. Also optisch ist es top. Spielerisch flop. Viel zu stark ausgelegt auf Sniper oder auf Versorger. Ja, na gut. Wir gucken nochmal, ob wir eine Kiste kriegen. Das wäre ja was, wenn wir wieder eine bekommen würden. Aber ich glaube, ich habe sogar noch eine übrig. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, aber ich habe eine noch. So, schauen wir erstmal. Keine bekommen, aber ich habe eine noch. Oder? Ja. Eine haben wir noch. Eine 9er-Kiste, der Kaiser. Also, jetzt ziehen wir mal den Kaiser, hoffentlich. Das ist zumindest mal was ganz, ganz Schönes. Eine Shotgun. Na. Naja. Sieht auch nicht mal toll aus irgendwie. Skin für Schrotflinte Modell 10. Ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Shotgun, die ganz häufig gespielt wird. Aber irgendwie, naja, ich weiß nicht. Bin nicht so der Shotgun-Mann, wisst ihr ja.
Gut, ich würde sagen, das war's wieder mal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis dahin sage ich, ciao.